Ja, schon einige Zeit vergangen, seit ich die Top 20 meiner kleinen Würfelspiele präsentiert habe. Deswegen dachte ich mir, es wird Zeit. Und wir machen das Ganze nicht einmal Top 20, sondern zweimal Top 10 und ich bin dabei. Viel Spaß. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer weiteren Topliste. Richtig, ja, Topliste, heute mal die kleinen Würfelspiele. Da sind ja doch einige wieder dazugekommen, neu, aber auch alt. Ja, und wir haben in letzter Zeit doch einiges an kleinen Würfelspielen mal so als Absacker gespielt. Und da dachten wir, jetzt ist es doch an der Zeit. Und weil in der Top 20 dann doch die ein oder andere Überschneidung gewesen wäre oder auch ist, haben wir gesagt, wir nehmen die Top 10. Da haben wir genügend diverse Spiele und es sind fast wieder 20. Ich glaube, wir haben 16 Spiele, 17 Spiele, verschiedene. Mhm. Und da würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Los geht's. Ja, Platz Nummer 10. Gibt's mal wieder voll auf die Nüsse. Ja, dieses kleine Würfelspiel, auch noch gar nicht lange her, dass wir das in unserer Sammlung haben und immer wieder gespielt und gemerkt, das ist super, ja. Ihr habt einfach ein paar Würfel, ihr habt hier alles, was in diese super kleine Box reinpasst. Wenn ihr einen Ikea-Dingsbumstift habt, dann könnt ihr den zurechtspitzen und den hier auch reinmachen. Ja, es ist einfach ein schnelles Spiel, ja. Am Anfang versucht man natürlich erstmal gemütlich hier seine Punkte, seine Nüsse hier zu sammeln, um die Punkte zu machen. Und sollte dann auf einmal das mit den Eichhörnchen kommen, sind die Punkte weg. Und dann geht's aber auf die Nüsse und alle versuchen mit dem Hundewürfel sozusagen, wuff, wuff, einen Hund zu würfeln und den anderen dann beim Punktesammeln zu stoppen, weil der kann in der Zeit eben so viele Punkte machen, wie er eben erwürfelt an Nüssen. Ja, das kleinste Würfelspiel, das so eine Mischung aus einem normalen Punktesammeln und diesem hektischen alle machen mit, versuchen den anderen zu stoppen Spiel, ja. Interessant, was alles in so eine kleine Schachtel oder Tinbox, mehr als Metallbox, reinpasst und drin ist. Für 2 bis 4 Spieler und auch schnell gespielt. Super, ja? Auf die Nüsse. Mein Platz 10 ist Dizzle. Oh. Und das war auch schon Dizzle beim letzten Mal mit auf der Liste. Und hier ist es ja an sich ganz cool, dass man eben Muster entsprechend legt. Und zwar abhängig davon, was gewürfelt wird. Und was mir echt gut an dem Spiel gefällt, ist, dass es verschiedene Level gibt, dass wir hier standardmäßig 4 Level drin haben und so natürlich auch direkt out of the box eine gewisse Varianz haben. Wir draften die Würfel, wir legen die Würfel entsprechend und kreuzen dann die Felder an, sammeln da Boni und spielen uns so möglichst erfolgreich durch. Und genau das macht es gut und macht es so, dass man es einfach wieder spielen möchte. Auch wenn die Optik eher so ein bisschen 90er-Jahre-Charme hat, ist es trotzdem ein interessantes Spielprinzip und macht eben das ein oder andere anders als andere Roll-and-Rides oder andere kleine Würfelspiele. Und deswegen für mich ein verdienter Platz 10, der auf jeden Fall Beachtung finden sollte. Wahrscheinlich haben sie einen Kontrast gebraucht zu dem anderen Spiel von Schmidt, das hier vielleicht auch auf der Liste ist. Wir werden sehen. Ja, Platz Nummer 9 ist bei mir ein Herr, der sehr viele Krimi-Romane oder Psychothriller eher macht. Und das ist der Herr Fitzek. Ja, und der hat nicht nur das Safehouse in groß, sondern auch Safehouse in klein gemacht. Das kooperative Safehouse. Das Würfelspiel. Für unterwegs. Und nichts für schwache Nerven oder für schlecht Verlierer. Ja, weil da verliert man doch recht häufig. So, hier kann man Würfel ablegen oder rauslegen, die man nicht gewürfelt hat. Man hat hier schön diesen Plan hier. Viel Liebe zum Detail. Genau, hat ein paar Würfel. Das Buch ist relativ lang, das man hier hat, um mal zu zeigen, wie viel noch Platz ist zum Spiel. Und da ist trotzdem schon einiges weggespielt. Richtig, schon einiges weggespielt und verschiedene Farben und Würfel. Ja, um was geht es natürlich? Wir versuchen alle gemeinsam dran zu arbeiten, dass wir in unsere Safe Houses reinkommen, ohne dass der Killer uns vorher erwischt. Ja, dazu muss man natürlich schauen, dass man die Würfel, die man würfelt, die bestimmten Zahlen haben, die man da eintragen muss, wie soll es auch anders sein, aber halt Farbe und Zahl, die halt nicht oder größer als 6, kleiner als 6 und so weiter sein muss. Und der Killer kommt aber auch immer näher, ne? Nach jedem Zug. Und das kann schon ganz schön hart sein. Ja, ja. Da kann es auch sein, dass einer vielleicht gerade so reinkommt und der andere kriegt halt dann nicht das gewürfelt, was er braucht. Und zack, haben alle verloren. Ja, also es ist sehr knackig,
Aber ein sehr cooles Spiel für, ja, für 1 bis 4 Spieler. Allein geht's auch, ja. Ja, und da haben wir ja schon ein bisschen rumgetweakt, um es ein bisschen einfacher zu machen, indem wir gesagt haben, der weiße Würfel, wenn der einen Verfolger würfelt, dann negiert er einen in diesem Würfelwurf gewürfelten anderen Verfolger. Ja. Nur um es ein bisschen einfacher zu machen, weil gerade im Mehrspielerspiel mit 2 bis 4 Spielern, ja, vor allem mit 3 und 4 Spielern, ist es eigentlich so, dass wir, glaube ich, nie gewonnen haben ohne diese Sonderregel. Und wenn, dann triggert diese Sonderregel vielleicht im ganzen Spiel ein einziges Mal. Ja. Und das macht, reicht aber oft schon aus. War immer extrem knapp, extrem schwierig, aber hat immer wieder Spaß gemacht und kann man tatsächlich auch mit ein bisschen Platz auf dem Tisch auch im Restaurant spielen. Haben wir auch schon gemacht. Ja. So, ihr habt Safe House im Restaurant gespielt. Na, ja. Das mit schwerem Magen läuft sich nicht so gut, aber mit schwerem und vollem Magen erkundet sich es auch nicht so gut. Ich habe hier ein Drilling, nämlich Penny Papers Adventures, Valley of Viracocha, der Tempel von Api Kabu und Skull Island. Und wenn ich ehrlich bin, dann finde ich da das Tal von Viracocha das Schwächste, den Tempel finde ich ziemlich cool. Und Skull Island gefällt mir am besten. Aha. Alle Spiele sind eigentlich gleich aufgezogen. Wir haben hier 3 Würfel und die sind ziemlich groß, muss man fairerweise dazu sagen. Und ein Würfel zeigt Penny Papers und die Werte 1 bis 5. Der andere zeigt immer eine Gefahr und die Werte von 1 bis 5. Und der letzte ein Sondersymbol für das Spiel oder für das Abenteuer und die Werte von 1 bis 5. Und dann geht es darum, diese möglichst geschickt einzutragen, um möglichst viele Punkte zu machen. Alle 3 sind ähnlich, aber doch unterschiedlich und heben sich wieder voneinander ab. Deswegen habe ich sie hier jetzt zusammen draufgepackt, weil ich sage, eines allein wäre irgendwo nicht schön. Mhm. Cool ist, von 1 bis 100 Spielern spielbar. Warum bis 100? Es gibt 100 Blockblätter. Ja. Kennt also, man ja von Welcome To, ne? Ja, also Multiplayer solitär quasi. Ja. Die Gefahren, die zeichnet man zwar den anderen Spielern ein, aber letztendlich ist es egal, wie viele Mitspieler man hat, weil man gibt einfach das Gefahrenblatt nach links, nach rechts. Man kann es auch so machen, dass man quasi alle Blätter in die Mitte schmeißt, aber durchmischt, jeder zieht sich eins raus, zeichnet dem Spieler eine Gefahr ein und gibt sein Blatt zurück. Einige Male in verschiedenen großen Gruppen auch gespielt und getestet, funktioniert immer wieder, macht Spaß. Und kann man gut mal zwischendurch wegzocken. Ja, Hashtag Dennis muss das auch mal spielen. Ja, Dennis geht mit mir auf Exkursion, schreibt es in die Kommentare und befördert Diesel den auch. Dennis in meine Top 10. Genau. Ja, Platz Nummer 8 sind irgendwie 2 Sachen. Marswürfel und Eiswürfeln. Ja, das Marswürfel gibt es ja leider nicht mehr. Und das sind doch ähnlich, oder? Ich überlege gerade die Verbindung zwischen Mars und Eis. Wobei, ja, es gibt ja Mars-Eis. Mars-Eis, richtig. Vielleicht ist es das. Naja, aber auf jeden Fall haben sie ein ähnliches Prinzip, bei dem man eben alle Würfel würfelt und dann entsprechend Sachen rauslegt, beziehungsweise eins bekämpfen muss. Hier muss man eben die Panzer zerstören mit seinen Laserstrahlen und hier ist es halt eher, dass die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt. Aber beide Male muss man eben sich für eine Sache entscheiden, ob man eben hier abwehrt, beziehungsweise hier Geld nimmt oder die Eissorten und hier die Menschensorten oder Hühner oder Kühe oder was auch immer. Ja, aber jedenfalls finde ich halt super, das gibt es ja leider nicht mehr, aber ja, es sind schöne Würfel, die einen so ein bisschen vielleicht auch an Zombie Dice erinnern. Und hier die Eiswürfel haben halt diese schönen Eissorbet und etc. Ja, aber ich finde sie auf jeden Fall schnell gespielt. Sehr cool, dass man hier auch diesen Missionswürfel hat, wo man eben Sorbet oder cremiges Eis machen muss und dann entsprechend die Sorten rausholen. Kurzweilig, schnell gespielt, sehr cool, ja. So, mein Platz 8. Ich bin wieder der Meister der Mehrfachnennung. Ja, ganz schön wieder, wieder eine ganze Serie. Dieses Mal Quicks. Ohne, außer Quicks gibt's nix. Ja. Eines dieser Roll'n'Rides, was, glaube ich, das müsste eins der ersten seiner Art gewesen sein. Mhm. Ich habe damals Quicks, das Würfelspiel, sehr gerne gespielt. Dann kam Quicks, das Kartenspiel. Das finde ich auch nicht minder schlecht. Und jetzt gibt's ja auch noch Quicks on Board. Das macht eigentlich auch Laune und hat so ein kleines Brett mit dabei drin. Wir haben trotzdem noch das ursprüngliche Quicks Würfelspiel. Nur noch zusätzlich mit dem Brettaspekt. Und deswegen habe ich auch alle 3 drauf. Ich persönlich würde immer zum Ursprungsquicks greifen. Wenn ich ein bisschen mehr möchte zum Quicks on Board oder zu den alternativen Zusatzblöcken, die es auch gibt, die möchte ich jetzt nicht nennen. Und für alle, die sagen, hey, ich möchte aber das Feeling von einem Würfelspiel als Kartenspiel,
Da kann man natürlich das Kartenspiel spielen. Aber eigentlich in dieser Serie, wir reden ja hier über kleine Würfelspiele, sind es nur diese zwei, muss man natürlich fairerweise sagen. Ich wollte es nur nicht unter den Tisch fallen lassen. Für mich immer noch eines der genialsten Roll&Rides, auch mit den zahlreichen Zusatzoptionen, die es da inzwischen gibt. Und es ist einfach so herrlich simpel und lässt sich so super flockig spielen, dass es auch immer mal wieder den Weg auf den Tisch findet oder eben ins Urlaubshandgepäck. Ja, es hat dann einfach dieses Prinzip der ein paar bunte Würfel und dann auf der Leiste abtragen. Und das ist so simpel und trotzdem muss man aufpassen, ne, was man sich da einholt. ja, Quicks, immer wieder cool. Sehr schön. So, 7 sind wir, ne? Platz Nummer 7. Ja, genau. Ist das Spiel Mountain Goats. Ja, Board Game Tables hatte hier so ein sehr kleines Spiel gemacht, das es schon mal in einer Iteration von dem Herrn Stefan Risthaus gab. Und zwar, dass man eben mit diesen Goats, ich hole sie einfach mal raus, weil das ist einfach so wunderschön, was da alles drin ist, diese Holz. Goats, ne? Ihr könnt es in den Quickshot, den wir gemacht haben, könnt ihr es euch mal nochmal genauer angucken, wie das geht. Und die Box ist voll. Ja, die Box ist voll. Es ist wirklich alles drin, sieht man hier so ein bisschen. Man versucht eben an die Spitze zu kommen mit seinen Goats, mit seinen Ziegen, Bergziegen und dort die Punkte zu holen. Ja? Und das heißt, man würfelt und setzt dann eine Kombination aus den Würfeln eben zusammen und versucht dann eben nach oben an die Spitze zu gelangen. Das versuchen die anderen auch und können dich da halt wieder runterstoßen und dann bekommen die die Punkte, weil sie da oben sind. Ja, ein super pfiffiges Spiel, das sehr, sehr viel Platz auf dem Tisch braucht, aber dennoch imposant daherkommt und sich doch recht einfach spielt und schnell erklärt ist. Ein bisschen Feeling von Can't Stop, ohne quasi diesen Can't Stop-Mechanismus tatsächlich zu haben, aber dieses Voranschreiten auf den Leisten entspricht eben doch dem bekannten System, dass man eben einfach die Würfel in einer gewissen Konstellation rausnimmt. Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel 6, 4, 5, 5 gewürfelt, könnte ich zum Beispiel zweimal bei der 5 vorwärts gehen und einmal bei der 6 und die 4 verfallen lassen, weil es die nicht gibt. Könnte aber genauso gut auch sagen, ich gehe zweimal bei der 10 vorwärts, mache quasi 5 plus 5 und 4 plus 6 oder ich gehe zweimal bei der 5 und einmal bei der 10. So kann ich das taktieren, wie mir es beliebt. Und das macht das Spiel schon sehr interessant und sehr pfiffig. Richtig. Und dann kommt noch die 1 dazu, die als Joker gilt. Also, das ist auch nochmal interessant. Ja, sehr schön. Direkt von den Bergen an den Baggersee zum Beispiel mit einem guten Eis. Schon wieder. So. Ja, deswegen habe ich mich eben so vornehm zurückgehalten. Eiswürfeln war irgendwie so eine kleine Überraschung dieses Jahr, die es aber geschafft hat, sich irgendwie in unser Herz zu würfeln. Ja. Ja, ich mag ja gutes Eis, am liebsten Fruchteis. Und würfeln muss ich aber dann komischerweise immer Milcheis. Und genau das, du hast schon angesprochen, dieses Zockerelement gehe ich jetzt noch weiter, aber ich muss genügend Geld haben, um mein Eis zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber zu viele Sonnenwürfel, dann schaffe ich es vielleicht gar nicht mehr, dann schmilzt das Eis like ice in the sunshine und dann geht das nach hinten los. Es ist ein köstliches Würfelspiel für zwischendurch, zum Mitnehmen an den Baggersee, an den Strand oder einfach nur so. Und ich habe es auch im Quickshot gesagt, ich mag es ja, dass es einfach in so einem unnötigen Säckchen daherkommt, weil so kann ich das Spiel einfach jederzeit eintüten, mitnehmen. Für mich eine der leckersten Empfehlungen des Jahres und deswegen hier auf Platz 7. Tja, Säckchen Fantasy Flight. Ja. Sehr schön, ja, ja. Ja, bei Platz Nummer 6 befinden wir uns auf einem Fluss im alten Indien. Ist es ja. Und das ist der Ganges. Ja, Rajas. Auf der Ganges. Bin ich etwas im Kopf, aber sagt ja. Bei mir ist es knapp an der Top 10 gescheitert tatsächlich. Oh, okay. Und es ist, glaube ich, auch das größte der Roll&Rides, wenn man so möchte. Ja, von der Schachtel her, obwohl die, ja doch, geht eigentlich. Und ich mag es nicht, der Elefant geht nicht rein. Das ist das Manko an dem Spiel, aber dennoch ist es eine sehr coole Umsetzung des Brettspiels, muss ich sagen. Und es ist eigentlich fast schon 1:1. auf dieses kleine Roll-and-Ride-Prinzip gemünzt, sage ich mal. Das Feeling wird sehr gut tatsächlich transportiert und das Spiel auch, kommt gut rüber. Ich finde auch, dass man das hier schön hier auf dem Papier, vielleicht auch hier, sehen kann, dass man hier eben auch diese Plättchen, die man normalerweise legt, dann hat man hier die Wege, die man eben so einzeichnet, dann hat man hier auch die ganzen Herrschaften hier in dem Palast, also es ist schon ähnlich aufgebaut und man hat es halt wirklich
komprimiert auf ein Roll-and-Write und es funktioniert gut. Ja. Ja. Es, man könnte natürlich vielleicht sagen, ja, habt ihr euch nichts Besseres einfallen lassen? Muss man eigentlich nicht, weil es funktioniert so und es ist halt eben zum Mitnehmen perfekt umgesetzt, ja, sage ich mal, dadurch. Was ein bisschen verwirrend sein kann, sind diese Doppelwege da. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, aber man kommt dann doch irgendwann drauf, wie es funktioniert. Und Dice Charmers, ein sehr interessantes Roll-and-Write oder eine Umsetzung des großen Bruders. Ja, und es kommt selten vor, dass ein kleiner Ableger quasi so gut das Feeling des großen Spiels, ja, transportiert. Mhm. Und auch die Interaktion ist hier durch das Würfel-Rausnehmen des aktiven Spielers sehr gut umgesetzt, macht sehr viel her und macht einfach Spaß und animiert einfach wieder zu spielen. Ja, das ist ja auch so ein typisches Roll-and-Write-Prinzip, dass man halt immer was hat, dass die anderen auch was von nehmen können. Ne? Wird ja meistens immer so genutzt. Und ja, funktioniert natürlich hier auch. Ja, vom Ganges auf den Hühnerhof. Ah. Heckmeck am Bratwurmeck in, Zicke-Zacke Hühnerkacke, ne? So ja, super Titel, ja. Ja, mhm. Und ich find's klasse, ja. Also ich grill ja gerne und beim Grillen kann man wunderbar nebenbei eine Runde Heckmeck spielen. Einfach mal hier wunderbar loswürfeln, es hat halt auch dieses geile Zockerelement. Und wenn man sich dann doch verzockt, wieder das zurücklegen muss. Und ich bin ja großer Fan von Spielen mit tollem Material. Und ich habe hier auch die Erweiterung entsprechend mit drin. Und das ist halt einfach, ja, das ist ganz, ganz tolles Material, was hier mitkommt. Und es ist halt auch schnell erklärt. Das kann man der Familie gut spielen. Vorgeschlagen ist es ab 8. Ich habe das schon mit einer 6-Jährigen gespielt. Die tut sich dann zwar ein bisschen schwer mit dem Zusammenzählen, aber das funktioniert alles, ja. Und ist einfach so ein schönes familientaugliches Spiel, was bei uns in der Familie halt auch immer mal wieder auf den Tisch kam in den letzten Jahren und gerade dann halt mal bei Geburtstagen oder beim Grillen. Und es ist halt klein. Man kann es mitnehmen. Mit der Erweiterung kommt nochmal zusätzliche Kniffe mit dazu. Und es ist halt für 2 bis 7 abgezockte Würfler. Und mir macht es immer wieder Spaß. Vögel steht hier. Genau. Und Heckmeck am Bratwurmeck, wer es nicht kennt, Klassiker. Wirklich ein Klassiker. Hashtag muss ich noch spielen. Ja, also Dennis wird demnächst mit Bratwürmern versorgt. Ja. Ja, ich muss sagen, Heckmeck klingt ganz schön clever. Oh, aber wäre das dann nicht clever hoch 2? Nee, es ist gleich 3-mal so clever, also oder hoch 3. Also beziehungsweise clever. Wir haben hier ganz viele clever und man sieht hier, dass hier Dizzle abgehoben werden musste von diesen hier, weil die sind nämlich schwarz. Ja, nochmal ist ja auch schwarz gewesen, was quasi vor ganz schön clever in der kleinen Reihe rausgekommen ist bei Schmidt-Spiele. Ja, aber ganz schön clever. Da hat Wolfgang Warsch wirklich einen rausgehauen. Ja. Und ich bin ja ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das überhaupt schon das Ende war mit Clever hoch 3. Das geht bestimmt noch in die nächste Runde. Ja, ich frage mich nur, was er da noch reinsteigert. aber ja, es ist verrückt. Ich habe mit dem hier angefangen und dann den hier und dann den hier. Man sagt ja immer, der Letzte ist immer das Schlechteste. Und so in der Reihe kann ich das so bezeugen. Also ich finde das ist ganz schön clever, wie soll ich sagen, das ist das Schlankeste und das, was man auch wirklich, ja, auch in der App spiele ich eher das irgendwie ständig im Vergleich zu dem hier. Das ist halt so der Experte unter den Cleveren, würde ich mal fast sagen, weil da das mit diesen ganzen, was da noch alles mit dazukommt und Abhängigkeiten, ist noch ein Tick mehr als hier und doppelt so clever fühlt sich irgendwie nicht so schick an. Das ist irgendwie, keine Ahnung, es hat so einen faden Beigeschmack. Ich weiß nicht wieso, aber deswegen gehört er zur Reihe, ist trotzdem noch ein gutes Spiel, so ist es nicht. Hatte auch ein paar nette Ideen mit drin oder andere Sachen und jedes Clever hat ja das gleiche Prinzip, aber macht immer wieder ein bisschen was anders. Nutzt die gelben anders oder die blauen mal ein bisschen anders und schwierig zu sagen, welches ich jetzt besser finde, aber aktuell habe ich tatsächlich eher das hier gespielt, aber ich muss sagen, sehr, sehr cooles Spiel, ja. Hier braucht es ein bisschen mehr zum Erklären. Das hier kann man wirklich einfacher erklären und funktioniert eigentlich auch in verschiedenen Gruppen. Es ist aber doch ein bisschen taktischer, also muss man gucken, ob man es mit Familien spielen, oder mit Grüblern, entweder Familien oder Grüblern spielen will, weil beides kann sich natürlich je nachdem, gut oder schlechter abzeichnen. Ja, und ich warte ja noch auf eine Variante mit mehr als 6 Würfeln.
Ja. Ja, mein Platz 5 ist ein ganzes Land, ein Würfelland. Oh, und das ist ja so ein Spiel, ich kenne es schon seit Ewigkeiten. Dennis hat es im vergangenen Jahr erst neu kennengelernt und ist bei uns so ein bisschen ein Familienklassiker geworden. Als das Spiel frisch auf den Markt gekommen ist, 2018 müsste es gewesen sein, haben wir es in der Familie hoch und runter gespielt. Wir hatten es im Urlaub mit dabei und haben es da gespielt. Und auch letztes Jahr war es Urlaubsbegleiter und wurde am Strand gespielt. Und deswegen für mich eines dieser typischen Urlaubs- und Strand- oder Freibad-approveden Spiele. Ja, das kann man einfach immer wieder mitnehmen. Schön hier, der Würfelteller ist super integriert. Wir haben qualitativ gute Stifte und inzwischen eine Erweiterung, dass wir uns sogar noch durch Europa würfeln können. Ja, und jeder Plan ist da ein bisschen anders. Also selbst die Basispläne, die dabei sind, sind quasi unterschiedlich. Und wir sind tatsächlich schon hergegangen in der Familie, weil wir es zu fünft spielen wollten, haben ein zweites Spiel dazugenommen und haben dann entsprechend einfach trotzdem unterschiedliche Pläne verwendet. Weil man hat ja 8. Das heißt, theoretisch könnte man es auch zu 8 spielen. Das tut gar nicht weh. Würfelland von mir eine klare Empfehlung auf Platz 5. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Spiel. Ja, es wird ein bisschen düsterer jetzt hier. Und gib's zu, meine Verpackung macht dich ein bisschen neidisch. Ja, ist schon ein bisschen cool, muss ich sagen. Aber ja, es geht um Zombie Dice, beziehungsweise Zombie Würfel Deluxe. Jetzt muss ich da mal echt da reinschauen. Ja, mit echtem Drehverschluss, ja. Oh ja. Und okay, in Erweiterung, okay, wie sich das gehört. Verstehe. Ja, das muss so sein. Ja, nicht schlecht. Gut. Ja, Deluxe kann man sich angucken. Meins hat halt wirklich so dieses, als hättest du die Zombie-Apokalypse gerade so überlebt. Mein alter Becher. Ja, ein wirklich cooles Spiel, das vor allem bei Gwen immer sehr, sehr, sehr hoher Beliebtheit erfreut. Und ja, es ist wieder, ne, wir schlüpfen in die Rolle von Zombies, wollen die Menschen fressen. Das Thema ist eigentlich egal, aber wir wollen Brains, wir wollen die Gehirne haben. Und die Shotgun, die zerstört einen dann, wenn man 3 Stück davon sieht. So, ja, Punkte sammeln, Push or Luck, mache ich weiter oder nicht? Ziehe ich einen grünen Würfel raus, der mir dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, bessere Gehirne oder mehr Gehirne sind da drauf zu würfeln, aber da kann auch mal ein Schuss kommen, ne? Und dann ärgert man sich umso mehr. Nie mehr ohne Erweiterungen, ja, mit dem Nikolauswürfel und dem Cheerleader und was sonst noch alles und der Schulbus, ja? Ist der auch da drin? Ja, der ist auch da drin. Ja, der Schulbus, dieser, wie viele Seiten sind das? Keine Ahnung. Nein, müsste W12 sein. W12, ne, ist es. Super geil, ja, und wir machen dann immer diesen Schulbus, okay, ich nehme ihn. Also es ist richtig geiles Feeling. Und man soll es ja auch thematisch spielen, also, ja, ja. Ich muss noch in den Bus. Ja, genau. Und dann nimmt man den Schulbuswürfel und ja. Ja. Und ständig muss man nachgucken, was Yield und Ding ist. Ah, furchtbar. Okay, auf jeden Fall Zombie Dice oder Zombie Würfel schon sehr, sehr alt eigentlich. Mhm. Auch einer meiner ersten Spiele, die ich seit meinem Brettspielfeuer, das wieder auferlebt ist durch Dingsbums Tabletop mit Will Wheaton, wieder auferlebt. Dieses Spiel, ja, sehr, sehr cool. Immer wieder lustig in verschiedenen Runden, also auch großen Runden. Man muss halt dann warten, bis man dran ist. Aber es ist immer geil, wenn dann einer halt auf die Fresse kriegt. Ich habe das Spiel auf einer Busfahrt kennengelernt. Oh, okay. Wir waren beruflich unterwegs, Abteilungsbusfahrt. Und wir haben das dann im Bus gespielt. Und dann stand ein Abteilungsleiter daneben und hat eigentlich nur rückentechnisch quasi sich den Rücken ausgestreckt. Ach was, okay. Und hat am Ende mitgespielt und hatte Mordspaß. Und das sind einfach Erlebnisse, die vergisst man nie. Das ist sehr cool, ja. Oh, einen Wertungsblock gibt es ja auch. Ah, interessant. Ah, schön, schön. Habe ich ja selber was mit laminiert. Okay, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. So, nächstes Spiel. Mein Platz 4 ist schon genannt worden, eben von Dennis. Es ist ganz schön clever. Ah. Doppelt hoch 3. Ja, die ganz schön clever Reihe für mich. Super klasse. Ich habe auch vor... Damals gesagt, ganz schön clever, für mich das absolut beste Roll and Ride. Und ich sehe es da ähnlich wie du so. Also, das ist das Schlankste. Und irgendwie fühlt es sich auch genauso an. Dann kommt so knapp dahinter clever hoch 3 und so ein bisschen abgeschlagen doppelt so clever. Das war irgendwie einfach, hatte nicht den Pfiff und den Kniff, den die anderen zwei hatten. Und deswegen gefallen mir die zwei hier deutlich besser. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es immer ganz schön clever. Und 2018, war ich in Köln mit meiner Frau und wir saßen am Rheinufer
auf einer Bank und haben ganz schön clever und Würfelland gespielt. Und das war so die Spiele, die uns damals stetig begleitet haben. Deswegen habe ich auch ganz schön clever, doppelt so clever, einen Haufen Partien gespielt. Clever hoch 3 noch nicht ganz so oft. Kommt bestimmt auch noch. Also immer wieder ein gern gesehener Kandidat auf dem Tisch und gern, ja, wird gern gespielt. Und eine klare Empfehlung für die Clevers von Wolfgang Marsch. Ja. Wir kommen in die Top 3. Top 3, die letzten 3, das sind die allerbesten in unserer Liste. Und ja, bei mir ist es tatsächlich ein Spiel geworden, das hier auch schon gefallen ist. Und zwar hier. Ich bin halt Trendsetter. Und es ist Würfelland, ja, auch genannt Diceland. Die habe ich jetzt wieder, die Version. warum sie es auch immer wieder umbenannt haben, internationaler, einfacher zu produzieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Würfelland, ja. Einmal gespielt und gemerkt, ja, das macht Laune, das ist cool. Ja. Und Freunden weiter gezeigt, die haben es auch gleich gekauft. Die haben es bei anderen Freunden mitgebracht als Geburtstagsgeschenk. Die haben es auch wieder weiterempfohlen. Also das Ding macht jetzt so die große Runde, habe ich das Gefühl. Und ja, wir wissen ja, es gefällt nicht allen von den Suchtis. Ne? Nee, ich finde das echt, ich finde das so simpel auch. Ja. Und es ist so schön dieses, gehe ich jetzt dahin? Ah, will ich da vielleicht noch eins öffnen? Dann habe ich aber nur eine Farbe. Ich muss die aber schon fertig kriegen. Und dann würfelst du und denkst, oh nein, jetzt habe ich 2 von den Farben. Ja. Ich brauche nur eins. Das ist so diese typischen Momente, wo du denkst, ah, hätte ich es doch anders dieses gemacht. Dieses Überwürfeln und die Schadenfreude und, am Tisch. Richtig. Und das ist auch dieses schön böse, ja, du hast jetzt aber einen besseren Plan gehabt. Du kannst ja viel einfacher an die Sterne reinkommen. Plan tauschen, es geht auch schief, ne? ja, wobei manche Pläne haben schon das Gefühl, dass man, wenn die Sterne näher in der Mitte sind, dass man dann doch eher die Chance hat, was zu würfeln oder voranzukommen eher. Aber es kommt dann immer drauf an, was man würfelt, ne? Und man muss halt gucken, welche Strategie man fährt, dass man vielleicht mit einer Farbe an die Sterne kommt oder auch nicht. Ja, ich finde es halt trotzdem super schnell erklärt und ja, das Gemeine ist halt, wenn dann einer schon ziemlich davon prischt, da muss man halt gucken und ja, einen Moment hat man ja sowas, ne, wie, okay, sie darf kein Gelb kriegen, sie will unbedingt Gelb und dann hat sie jetzt schon bei Grau irgendwie auch die Möglichkeit zuzumachen, oh, alle nehmen mir Gelb weg, cool, ich nehme Grau, passt, hab gewonnen. Ah, ja, ja, also super schöne Momente und ja, hat mir gefallen, gefällt mir immer noch, ist auf meinem Platz 3 gelandet. Gute Wahl. Würfelland. Ein Spiel, was die meisten Klicks hat in der Erklärung, als ich es vorgestellt habe auf dem Kanal. Es ist Würfelweggehend. Passt hier fast so ein bisschen farblich. Ja, ja, stimmt. Das Spiel von Marc-Uwe Kling bzw. von Johannes Grenner und Alexander Pfister. Ein Pfister. Ja, ein Pfister in so kleinem Würfelspiel. Hätte man nicht unbedingt erwartet. Und auch, man kann natürlich hier skeptisch sein, hier Känguru-Chroniken, Ahoi. Nicht jeder mag das. Aber wer das Känguru kennt, wer die Geschichten kennt, der wird hier so extrem viele Momente haben. Ja? Und dann gibt's dann halt die Bratpfanne oder die Hertha, ne? Und dann gibt es die entsprechenden Charaktere. Dann möchte man eben irgendwie eine Party veranstalten oder den Porsche im Pool versenken etc. Und genau diesen Humor transportiert es und ist trotzdem noch mechanisch ein cooles Spiel. Ja. Und das macht einfach Laune. Das ist wirklich cool gemacht. Wobei der Battle um diese eine Karte, wie war das nochmal, das hat er bei uns schon erstmal so für so viele Momente erlebt, dass einer fast gewonnen hat und dann ging es doch 3-mal rum und plötzlich gewinnt jemand ganz anderes. Ja, ich finde natürlich auch cool, dass man die Karten umdrehen kann, dass dann entsprechend die Personen schlafen, wenn man eine Aufgabe erfüllt hat oder irgendwie der Kühlschrank plötzlich wieder leer ist, man dadurch wieder einen Bonus nicht hat, aber je nachdem, was der andere würfelt, kann man selber wieder was freischalten. Und das sind coole Kniffs und schöne Momente, wo man auch gucken muss, wie man sich entsprechend verteilt und wen man sich in seine WG holt. Ja, und es hat schöne Elemente drin und selbst wenn man jetzt kein Känguru-Fan ist, ne, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel vom Känguru mitbekommen und es ist knapp gescheitert an meiner Top 10, ne, Platz 11 bei mir und es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, auch dass die Türen, also die Zimmer, auch dann Astrid draufsteht und so, das ist lustig, ne? Ja, solche Sachen wie, zu Nirvana durchs Zimmer bogen oder YouTube-Videos kommentieren,
Not-To-Do-Listen schreiben, Posaune üben, Boxtraining, Dielenboden abschleifen, Porsche im Poolparty, oder auf Facebook zu einer Hausparty einladen, große Lebowski-Abend, neue Regeln für Monopoly erfinden und man erkennt halt einfach entsprechend und da gibt es dann noch so fiese entsprechende Störenfriede, Wachtmeister Schmidt oder das Gespenst des Kommunismus und die Nachbarin von unten oder, wer kennt ihn nicht, den Pinguin. Und hier, es geht natürlich darum, Punkte zu machen, um in der Hängematte zu liegen, um dann das Spiel entsprechend beenden zu können. Ganz viel Witz im Spiel und es macht einfach immer wieder Mods Spaß. Und meine Empfehlung auf Platz 3. Sehr schön. Ja, jetzt nun der Silberplatz. Platz Nummer 2, ein Spiel, das in keiner Sammlung fehlen darf. Das Spiel, das, was ist eigentlich bei dir los, ne? Calavera. Ja, das... Nur weil dein Block schon leer ist, ja? Weil fehlt es in deiner Sammlung. Da muss ich mir eine neue holen und du kriegst den hier, dann reicht das vielleicht bei dir. Ja, der Block wird immer weniger, wobei in letzter Zeit haben wir es nicht so oft gespielt, aber die Würfel fallen jetzt raus, habe ich super gemacht. Aber der Block war mal viel, viel größer, ja. Die Würfel sind recht simpel, haben aber auch diesen schönen Totenkopf drauf. Und es geht darum, einfach die richtigen Farben zu würfeln, um dann auf der Leiste nach vorne zu kommen. Bis zu einer bestimmten Position, an der natürlich die Punkte eingeheimst werden wollen. Und dafür braucht man Rosen. Ja. Und blöd ist nur, weil man muss immer Würfel nehmen. Das ist das Coole, was mir eigentlich bei Calavera so gefällt, dass in jetzt anderen Roll'n'Rides jetzt nicht so typisch ist, dass andere gezwungen sind, den Rest zu nehmen, der da liegt. Und das kann einen dann schon mal auf einmal ins Minus reinführen. Eine Auswahl des Rests. Das heißt, stellt euch vor, ich würfel jetzt viermal rot und zweimal orange, dann nehme ich zweimal orange, nur um Dennis mit rot reinzureiten. Ja. Und das ist das Clevere am Spiel. Böse. Kommt man einmal drüber, nur 4 Punkte statt 10, 8 oder so. Das nächste ist 0 und das andere ist minus 3. Ja? Und das kann dann schon mal passieren, dass man richtig dadurch einen auf den Sack kriegt und den anderen am nächsten töten möchte. Also es ist ein Spiel, bei dem man auch sich schön ärgern kann. Es ist nicht so extrem Take That wie jetzt manch andere, aber doch vorhanden. Ja. Und also ich finde, es ist ein echt cooles Spiel. Schnell gespielt und hat dieses hübsche Diaz de Muerte oder Muerte, egal. Thema drauf, ja. Das Totenfest in Mexiko und kann man nur sagen, schönes Spiel, immer wieder gern auf dem Tisch. Calavera. Ja, und am besten spielt sich's tatsächlich zu zweit, weil dann kommt dieses fiese Gegeneinander am besten zum Tragen und man muss es nicht auf alle Mitspieler verteilen. Das stimmt. Wir haben es aber auch schon zu fünft gespielt, obwohl es nur für 4 Spieler ist, funktioniert auch. Ja, kann halt mehr passieren, bis man wieder dran ist. Richtig. Man muss vorsichtiger sein, ja. Ja, mein Platz 2 ist da ganz anders. Eher nicht unbedingt so extrem konfrontativ. Roll to the Top! Hier in der laminierten Variante war ein Kickstarter und allein schon deswegen schön, weil es einen W20, einen W12, einen W8, einen W6, einen W4 und einen Sonderwürfel beinhaltet. Das hat doch Formula D schon gehabt. Naja, okay. Aber nicht in klein. Der Roll-and-Ride-Variante. Schön hier laminiert zum entsprechend Abwischen. Wir haben hier verschiedene Spielpläne. Space Needle oder ein Baum. Und es geht quasi darum, von unten nach oben die Werte einzutragen. Deswegen heißt es halt Roll to the Top. Ne? Ganz klar. Und entsprechend muss man natürlich nach oben höhere Werte eintragen, um natürlich nach oben zu kommen. Es dürfen nur die gleich hohen Zahlen oder höhere Zahlen eingetragen werden. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, welche Würfel liegen. Mhm. Und dann hat man natürlich, am Anfang ist der W4 natürlich viel wertvoller. Man kann aber natürlich auch Würfel, Augenzahlen zusammen addieren. Und das macht den Kniff des Spiels aus. Kann man für 2 bis 5 Spieler in 20 Minuten spielen. Und das Gewürfelte gilt quasi für alle Spieler. Man kann es auch mit mehr Spielern spielen, auch wenn es nicht draufsteht. Weil es wird immer der Sonderwürfel mitgewürfelt und er sagt quasi, tauscht man zum Beispiel einen der Würfel aus oder kommt einer hinzu oder kommt einer raus. Und so hat man von Würfelwurf zu Würfelwurf unterschiedliche Anzahl an Würfeln und unterschiedliche Würfel. Und genau das macht den Kniff des Spiels aus. In Kombination mit den unterschiedlichen Spielplänen ist das ein Spiel, was man halt auch Anfängern gut vorsetzen kann, was aber tatsächlich auch einen Aufforderungscharakter hat, dass man es wieder spielen will und wieder spielen will und eben eine Revanche möchte, wenn man gerade knapp verloren hat. Ja, cool. Hast du schon mitgespielt? Nein, leider noch nicht.
noch eine Lücke, die wir schließen müssen. Verdammt. Ja, Roll to the Top. Klare Empfehlung. Es hat es nicht ganz geschafft an die Spitze. Warum? Seht ihr gleich. Alright. Endlich ist es soweit. Der Platz Nummer 1. Dennis, ja. Was ist es? Es ist der goldene Platz und die Schachtel passt eigentlich auch fast dazu, ne? Eine güldene Schachtel? Ja, fast. Wobei gelb, gold, ja, gelb, gold, gelb, gold, gelb. Es ist Tutto. Ja, viele von euch sich vielleicht schon denken können, wobei Calavera und Tutto sich ja ganz schön hier ein Battle geliefert haben, aber ich muss sagen, jetzt... Vor 2 Monaten wäre es noch Calavera gewesen. Ja, wahrscheinlich, ja. Tutto ist da doch recht, ist auch schon eine Weile wieder her, aber das hat sich einfach in die Herzen von vielen gespielt und auch wenn das Spiel auch schon länger auf dem Markt ist und ich es schon von ganz langer Zeit gespielt habe und da schon gut fand, jetzt ist es natürlich in der Sammlung von meiner einer und ja, Tutto, was ist es? Es ist Dragon Farkle in kurz und in knackig. Man hat diese Würfel einfach und dieses Kartenset. Und worum geht es? Man muss Würfel würfeln, um dann gewisse Punkte zu erhalten. Die Fünfer sind 50 Punkte, die Einser sind 100 Punkte. Hat man einen Dreierpasch, dann kriegt man jeweils die Punkte dafür. Also 3 Dreier sind 300 Punkte, 3 Einser sind sogar 1000 Punkte. 3 Fünfer, 500 Punkte. Richtig und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch ja denken. Und zu Beginn der Runde deckt man eine Karte auf und dann hat man noch einen Bonus, den man quasi erfüllen kann. Hier muss man sogar machen, ein Tutto zu schaffen. Tutto heißt, dass man einen komplett gültigen Wurf macht, weil man muss das ja mal Würfel rauslegen. Alle Würfel rausgelegt, genau, haben, alle 6. Und schafft man ein Tutto, bekommt der führende 1000 Punkte abgezogen, man muss nämlich 6000 erreichen und du selbst kriegst dann 1000 Punkte dazu. Ja, und ansonsten, ja, hier ist der ganze Wurf verloren, hier kriegt man 200 Bonuspunkte, wenn man einen Tutto schafft und so weiter und so fort. Hier muss man eine Straße schaffen, also kein Tutto, sondern eine Straße würfeln. Super nett mit diesen Karten, dass man da einen Zusatzkniff hat zu dem üblichen, ich würfel einfach Würfel, um Punkte zu bekommen. Sehr cool gemacht. Es spielt sich schnell, es spielt sich fluffig, es gibt kleine Ärgermomente und dann richtig geile Momente, wenn man so einen Wurf einfach schafft. Und dann gibt es auch noch den Glücksklee, bei dem man 2 Tutos hintereinander schaffen muss, um das Spiel einfach zu gewinnen. Und das hat auch schon jemand geschafft. Also... Schön. Du willst noch was sagen. Tutto. Ein definitiv lustiges, kurzweiliges Spiel. Und nachdem ich Dragon Farkle gespielt hatte, dachte ich, hoffentlich ist es besser. Und es ist einfach das Ursprungssystem. Kurzweilig, ja. Flockig und bei mir gar nicht mal so weit gescheitert. Es wäre in der Top 20 definitiv drin gewesen. Genau auch wieder in Platz 2. Aber ja, cooles Spielchen. Würde ich ab und zu immer wieder mitspielen. Das Einzige, was ich natürlich nicht verstehe, warum muss man so hohe Punktzahlen nehmen? Man könnte ja auch bis 600 spielen statt bis 6.000, ja. Aber man so hätte 5 für 5 Null wegstreichen. Ja, 10er oder so, genau. Ja, dann fühlt es sich halt imposanter an. Und was ich mir schon für Battles mit Gwen geliefert habe in den letzten 1000er-Bereich, grandios. Wirklich nicht cool. Nur mit Gwen. Ach stimmt, wir hatten auch gute Duelle, ja. Ja. Muss immer hin und her gehen. Und jetzt hat er wieder 1000 Millionen, jetzt kriegt er doch die Straße. Und dann fehlen mir noch 300 Punkte. Und was macht Dennis? Er zieht die Chance mit einem Tutto, zieht er mit 1000 Punkte ab, addiert 1000 drauf und plötzlich dreht sich das Ganze um. Dennis fehlen noch 70 Punkte und mir fehlen plötzlich wieder über 1200. Ja, super. Richtig geil, ja. Man kann sich auch gut ärgern, aber es macht sehr hoher Glücksfaktor, aber Spaß. Ja, es ist, ja. Man muss halt immer den Push-Luck. Naja, man muss ja, höre ich jetzt auf? Ja, nehme ich die 600 oder will ich wirklich noch mehr, ja? Da kommt dann der Zocker raus, ne? So ist es, ja. Tutto, Platz Nummer 1, was gibt's bei dir? Oh. Ich habe das Größte! Ja, Roll and Ride, das sollte man so vielleicht nicht auf den Strand mitnehmen. Ja, das ist ein bisschen viel vielleicht zu mitnehmen. Ja. Deswegen muss ich hier ja eigentlich ein bisschen differenzieren. Lustigerweise hat sich seit dem letzten Mal, seit meiner Top-Würfelspiele nichts verändert. Damals war Railroad Inc. auf der 1. Wow. Damals in Rot und Blau. Heute würde ich sagen, Grün und Gelb sind da noch besser und setzen nochmal einen drauf. Verrückt. Denn die Spielpläne haben jetzt nochmal Sonderfelder mit der Universität, mit der Fabrik, mit den Städten, die man entsprechend anschließen möchte, mit Auftragskarten, wieder zusätzliche Erweiterungsmodule, jeweils 2 Stück mit drin. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat, dann gibt's auch noch hier die dicke, fette Kickstarter-Exklusiv-Sonderbox mit 7 kleinen Erweiterungen, die auch entsprechend im Handel erscheinen werden, mit den großen Spielplänen etc. pp. Würde ich jetzt in Urlaub gehen, würde ich tatsächlich diese große Box mitnehmen, denn hier sind
5 Spielpläne drin, hier sind XXL-Spielpläne drin, hier sind die Erweiterungen drin, das heißt, ich müsste hier nur noch die Basis-Packs, die Basiswürfel in Weiß reinwerfen. Hier unten drin sind auch Direktstifte und noch Auftragsmodule, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Und für mich ist das das meistgespielte Roll and Ride mit großem Abstand, alleine dieses Jahr schon über 40 Partien, seit der Kickstarter angekommen ist. Hm, und schön. Ich fahre total drauf ab. Tut, tut. Ich wollte mir gerade einen Kaugummi nehmen, aber ja. Ja, also ihr seht, eine super, super volle Box. Natürlich hier mit dieser Kickstarter-Exclusive-Verpackt-Box hat man nochmal die Chance, das Ganze entsprechend super schön ins Regal zu stellen. Das macht sich dann natürlich optisch auch gut. Hier sind dann alle schön sauber drin aufgehoben. Und ja, Deckel zu. Mein Platz 1 mit Abstand. Ja, bei der nächsten Top 20 gibt es dann so einen Karton mit den weiteren 8 Erweiterungen von Railroad Ingo wieder auf der 1. Wer weiß, also auf jeden Fall für mich das kurzweiligste, das interessanteste Roll and Ride, wobei ich muss sagen, wir haben die meisten Partien tatsächlich mit der großen Spielplanerweiterung gespielt, dass man kein 7x7 Raster, sondern 9x9 Raster hat oder sogar mit dem Epic Spielplan mit einem 11x11 Raster. Spielt sich da natürlich deutlich länger. Macht aber auch viel mehr Laune, weil man viel mehr auf Punkte gehen kann etc. Und dann holt man halt auch Punkte raus im Bereich jenseits der 90 oder der 100. Das macht schon ultra viel Spaß. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch unterhaltsam. Hab's aber auch noch nicht in der diese Variante gespielt, sondern online. Und ja, es hat was. Ich bin nur gespannt, wie es sich dann spielt, wenn man es dann ja hier so mit richtigen Menschen spielt. Ja, das war unsere Top 10 der kleinen Würfelspiele. Mal 2, genau, ja. Richtig, ja, da haben wir jetzt ja gut einen rausgehauen. Wird aber uns jetzt natürlich interessieren, was sind eure Favoriten der kleinen Würfelspiele? Genau. Klein haben wir so definiert, wir bewegen uns hier in einem Verkaufspreis von unter 20 Euro, das Spiel. Und so war quasi unsere Größe definiert, also unter 20 Euro UVP. Das heißt jetzt nicht irgendwo, dass die Spiele da wirklich drüber zu haben sind. Mhm. Natürlich auch klein in Form von die Packung nicht allzu groß. Deswegen Railroad Inc. eigentlich in den kleinen Packungen und nicht hier im Kickstarter Exclusive Pack. Richtig. Und ja, wir wollen natürlich auch wissen, was wäre vielleicht ein Spiel, das jetzt hier eigentlich bei uns rein müsste, ne? Was wir unbedingt spielen sollen. Richtig, weil... Was Dennis unbedingt spielen muss. Genau. Natürlich sind das hier unsere Meinungen zu den Spielen, die wir halt gespielt haben, aber das heißt ja nicht, dass es noch mehr gibt, die ihr cool findet und wir dann vielleicht auch, ne? So kann es oft passieren. Und welche sind denn für euch von den von uns genannten D'accord oder richtig heiß, die ihr auch sagt, ja... Hätte ich auch drauf gesetzt. Schreibt mal eure Top in die Kommentare. Wir freuen uns da auf euren Input. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Toplisten sehen wollt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Wünsche für Toplisten habt, dann lasst uns wissen, lasst ein Abo da und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Topliste wieder. Genau. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und tschüss. Bye bye. Safe House. So, ihr habt schon im Restaurant Safehouse gespielt. Okay, ja. Das habe ich mit meinem Platz 9 noch nicht gemacht. Platz 9 ist weggeflogen. Ach, Göttchen. Kommt das in die Outtakes? Oder bleibt das hier live?